denn man kann nicht, man kann und darf auch nicht an mir zweifeln. Sowas wäre nicht gerecht. Was habe ich jetzt wieder für ein Bullshit heute? Hauen wir auf dich Regeneration drauf. Du hast noch, glaube ich, mal eine Runde. Schaffen wir schon langsam oder sicher? Langsam, aber sicher. Leute, dann müsst ihr eigentlich an den Blutungsschaden sterben. Oder das hoffe ich zumindest. Ja, gut. Schlage ich die jetzt. Hau den so. Also das mit diesem, was wir gerade da so machen, mit dem Flachlandserver, das habe ich selber noch gar nicht gemacht. Ist mir ganz neu. Schaden. Wieso keine 100? Genau noch die beiden, die mir gefehlt haben, und alle sind Level abgegangen. Das ist ja perfekt. Perfekto. Ja, Junior, perfekto. Und so ein Scheiß. Damit gehen wir schon bei ihm auf Stufe 10. Sehr wichtig. Entschuldigt mich. Entschuldigt mich. Ich muss erst das Ritual beenden. Der Wassergott ist unbeserbt. Dir wird keine Stürme mehr geben. Wie ihr sollt in der Wüste des Sandes der Zeit gehen und dort Wüstrosen sammeln. Brauche sie für das Opfer an den Windgott. Sobald ihr mir gebracht habt, was ich benötige, werde ich mit dem Ritual beginnen, bla. Sehr gut. Okay, Wüstenrosen sammeln. Nichts besser als das. Hahaha, der Glückswürfel hat mich noch rausgehauen. Normalerweise sollte man bei 20 über einfach so über so eine Dinge stolpern, über so eine Schatzkiste, das wäre doch mal was. Wie so ein bisschen Gold. Und da ist die Zeitmaschine von Dr. Who, der Mohnschädel oder sowas, oder die Lampe oder so, ich habe keine Ahnung. Die fliegenden Pyramiden würfeln. Die Grabsteine und das Dings aus Stargate. So.
Komm gegen Wanderdünen. Die sind doch leicht. Bitte nicht jummeln. Ja, vier Wüstenrosen. Und natürlich, wenn ich nichts sage, dann bin ich entweder immer hoch konzentriert oder ich denke nach. Immer eins von beiden eigentlich. Solange hier ist, also, solange dann noch was weitergeht, Leute, bin ich nicht eingeschlafen. Wobei wahrscheinlich nach den ersten zwei Minuten wahrscheinlich ein Schnarchen hört oder so. Hört? Was? Habe ich gerade hört gesagt? hört, meine ich. Wobei ich eigentlich nicht dahin sind schnarche, wenn ich einpenne. Sonst müsste ich ja irgendwie immer teilweise, wenn ich nach Hause fahre, die ganze Zeit im Bus schnarchen, weil ich penne da immer ein. Beeilt euch. Ja, ja, erstmal zum fernen Dorf. Und da ein bisschen Geld ausgeben. Und schlafen. Der braucht ja nur 5. Kauft schon weiter ein. Ey, ich weiß nicht, verarsch noch, Alter. Noch ein und Schleifstein. Hab ich gekauft, noch kann auch benutzen. Ja, dann gib dem ollen Schmied hier den Schleifstein. Würde ich schon Schleifstein oder sowas sagen. Ah, ja! Jetzt hat er den besten Gegenstand, den er haben kann. Normalerweise müsste es ja Erfolg Legendary Weapon oder sowas, oder eine Epic Weapon. Genau, auftauchen, aber da ich den schon habe, kann ich den nicht mehr bekommen. Das macht ja nichts. Jetzt haben wir, hat wenigstens schon mal einer so eine super tolle Waffe. Die reicht mir auch. Ich weiß gar nicht mal, was es bringt, dann den Schmied noch zu verbessern. Ich glaube, man kriegt einen Erfolg, wenn man das Spiel, wenn man das ganze Spiel nur mit diesen Standardwaffen durchspielt. Entschuldigt mich eine Weile, ich muss erst das Ritual beenden. Der Windgott ist besänftigt. Er wird keine Wirbelstürme mehr geben. Habe ich gerade, er wird keine Wirbelstürme mehr geben. Egal. Solltet in den uralten Dschungel gehen und dort Leuchtsteine sammeln. Braucht ihr für das Opfer von den Erdgott. Sobald ihr mir bla. Okay, das haben wir schon zum. Das kam eigentlich schon zum vierten Mal dran und ich habe es zum dritten Mal, glaube ich, mal gelesen oder so. Beim ersten habe ich noch bla. Ne, beim zweiten habe ich bla gesagt, genau. So bla bla bla. Thank you.
möchte auch mal andere Orte kennenlernen. Okay, kämpfen. Nehmen wir mal die ollen Kobolde, die so hässlich sterben. Ja, die sterben hässlich. Ihr könnt mir da nichts sagen. Sie sterben einfach nur hässlich. Flatsch. Also mit seinem Schwert. Was? Da der nicht gewonnen mit seinem Schwert. That's inakzeptabel. Oh, 6 Leuchtsteine. Reisen. Flachlandtempel. Und ja, ich habe selbst inakzeptabel gesagt. It's me, Mario. Wieso habe ich das gerade gesagt? Weiß es nicht. Okay. Das muss ich. Der Erdkunde ist besänftigt. Es wird kein Erdbeben mehr geben. Okay, dann werden wir jetzt mal oben gehen. Yoga-Dorf. Eil. Ich werde es auf einem höheren Level das andere machen. Ich glaube, ich werde es noch bis zu einem gewissen Punkt spielen. Dann natürlich wieder aufhören. Weil ich bin. Ich kann es halt. Dorfältester, bitte sag uns, wie wir durch die riesige Eiswand in der Eispassage kommen. Oh Abenteurer, ihr braucht eine Eisflammfiole, um diese Wand zum Schmelzen zu bringen. Diese trage ich zufällig bei mir für 1000 Gold. Diese Wand wurde vor nicht allzu langer Zeit geschaffen. Sie dient dazu, die Kreaturen fernzuhalten, die aus der Burg des allsehenden Auges kommen. Aber ich glaube, das wisst ihr schon richtig. Das ist genau der Grund, weshalb wir versuchen, dorthin zu gelangen. Wir müssen diesen Ort befreien, damit der Bruder des Königs wieder seinen Thron besteigen kann. Okay, besteigen, das hört sich jetzt so falsch an. Kühn gesprochen. Hier ist dir Fiole, die ihr braucht. Egal. Ich hinterfrage das gar nicht. Wer bin ich, der die Entwickler hinterfragt? Oh mein Gott, da ist ein Schleifstein, da ist so ein Stein auf dem Captain America Schild. Das geht gar nicht. Das ist ethisch untragbar. Finde ich das Goldtisch irgendwie so knorke. Du hast den Schleifstein gefunden, musst du da. Befehle. Wow, schau mal, wie sie brennt. Brünne. Wir hätten die Fiole nicht gegen die Wand werfen sollen. Die hätte sie lieber auf den Schwarzmagier geworfen. Die riesige Eiswand schmilzt vor euren Augen. Jedoch quert sie und begibt euch zur Burg des Allsehenden Auges. Findet euch jetzt in der Burg des Allsehenden Auges. Ey, cool, da sind Ketten an der Seite. Seht ihr, wie sie brennt? Schlimmer als ein Buschfeuer. Denn was? Es gibt nichts, was mehr brennt als ein Buschfeuer. Bis auf diese Eiswand. Jagd, verzauberte Rüstung, keine Nummer. Oh Gott. Oh, wir wollen keine Nummer. Jagen, kenne ich nicht. Hui, ihr habt ein Portal. Hier habe ich ein Portal platziert. Die Monster kommen. Oh oh. Neues Spawnpunkt ist gleich Portal. 7, keine. Oh mein Gott, wir kämpfen gegen Missing No. Oh, oh, oh. Kennt man natürlich noch aus Pokémon. Na gut, ich nicht. Ich habe nie Pokémon gespielt, aber ich kenne es trotzdem. Missing No, Glitch-Attacke.
Oh yeah, Spalten, das brachte ganz viel. So, die da hinten frieren die ein. Schlag den Rab. Das da hinten werde ich eigentlich eher mehr ignorieren. Und dann hier mit den Kräften von Grayskull besiegen. Nein, ich werde einfach nur einfrieren. Also Power of Grayskull. Morgen ist Dienstag. Nehmen das ja an dem Montag auf. Stirb. Oh, 100 Schaden, das passt ja perfekt. Una perfekta, wunderta. Wunderta. Wobei, das war jetzt Spanisch, kein Italienisch. Oder? Una? Ich weiß es gerade gar nicht. Ein bisschen her, dass ich Spanisch gehört, gesprochen habe oder so, weil ich im Urlaub war. Ich kann eigentlich nur recht gesprochenes Spanisch. Ich hab's nie gehört. Ich hab's nie gelernt, kann aber immerhin ein bisschen Spanisch. Wenn man hier so an Orten so Urlaub macht, wo man halt, wo so Spanisch gesprochen wird, dann muss man halt auch ein bisschen Spanisch können. Oder man versteht wenigstens irgendwie ein bisschen Spanisch. Greift so ein bisschen auf. Und so. Das kennt man ja. Außer wenn man in Deutschland Urlaub macht. Außer man ist Deutscher, dann kann man da nicht so viel aufschnappen. Außer man lernt neue Wörter können, wie Weichsel oder sowas, ja. Das Wort Weichsel ist ganz cool. Ich könnte mir da nichts sagen. Das zeige ich wieder sehr komisch mit dem Finger auf dem Bildschirm. Ihr könnt das aber trotzdem, ihr könnt das eh nicht sehen. Wenn ich jemals eine Facecam haben werde, dann werdet ihr mal sehen, wie ich behindert mit dem Zeigefinger auf dem Bildschirm zeige. Kämpfen. Ich muss noch gegen zwei keine Nummer kämpfen. Wie gehen denn? Ja! 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 Oh! Macht das so für komische Geräusche? Ich glaube, diese komischen Geräusche kommen aus dem Spiel. Weiß es nicht. Vielleicht macht meine Heizung auch bloß wieder komische Geräusche, weil sie aufheizt. Das macht die ab und zu mal gerne, vor allem mitten in der Nacht, wenn ich dann schlafen will. Und dann kann ich